So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Starbound. Wir sind jetzt... Jawoll! Bester Mann! Das habe ich auch vermisst, ich weiß. Danke, Excel, jetzt darfst du weitermachen. Ja, ich will euch aber nicht umsonst enttäuschen. Die 1-Liter-Dose, die steht immer noch hinter mir irgendwo. 1-Liter-Dose? Ist es immer noch die gleiche Dose vom letzten, oder wie? Eine neue. Also die letzte Aufnahme ist für uns jetzt schon irgendwie 2 Monate her oder so, 1,5? 1,5 ungefähr. Und während ihr das halbe Haus auseinandernimmt, gehe ich zum Außenposten, weil da gibt es lauter neues Zeug. Was? Da gibt es neues Zeug? Also es gab es gab auch ein Update seit der letzten Aufnahme. Es gibt jetzt eine Funktion, um das Inventar automatisch zu sortieren. Ach du, okay. Und mir nur so vor, die funktioniert sogar. Buggt die Teleportationsanimation so ein bisschen rum oder ruckelt die so ein bisschen? Oder? Ich weiß nicht, also der Außenposten, das ganze Gebäude hier hat bei mir erst kurz nachdem ich hier war geladen. Das war irgendwie seltsam. Ah, da gibt's noch eine neue Quest. Der eine Quest gibt. Ja. Na, hier geht's auch. Ja, schon wieder ein Catch a Bug for me in a Bug. Was? Warum die soll... haben wir schon mal gemacht, eigentlich. Sind die Quests zurückgesetzt? Sag bitte nein. Oh, was verkauft? Hier verkauft einer Silberbahn, Stahlbahn, Kupferbahn, Titanium, was Kohle, was brauchen wir noch alles? Was wo? Sagt mir nicht, dass wir jetzt alles x-beliebige hier verkaufen können. Was? Sagt mir nicht, dass jetzt alle Quests zurückgesetzt sind. Oh ja. Oh. Halten wir schon mal Plutonium? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, ich kaufe mal ein bisschen Plutonium. Also. Hier oben sitzt jetzt ein Verkäuferfrosch, so. Wie viel darf es denn sein? Ich kann mir... Kommt drauf an, wie teuer es ist. 53 Plutoniumstangen da leisten, dann bin ich pleite. Wir wissen noch nicht, wofür es das gibt, aber man kann es benutzen. Ich würde Hauptsache erstmal Plutonium einstecken. Das ist, ich kaufe erstmal 50. Wer braucht schon Geld in diesem Spiel? Oh, diese Figuren hier, dass die rennen hin und her. Ist hier rechts noch was dazugekommen jetzt? Die bauen hier weiter. Oh. Hat eigentlich einer. Furnishing. Okay, man kann tatsächlich Sachen verkaufen. Aber der Wert, der unten rechts in der Ecke steht, passt halt nicht zu dem, was der Händler dir gibt. Ah, okay. Für die eine Waffe, da steht unten 375 Pixel dran und wenn du sie verkaufen willst, gibt er dir 75 dafür. Naja, gut, kann das ist besser als nichts. Allerdings. Salonstuhl. Ein Piano! Wir würden uns echt kaufen. Kann man immer gebrauchen, sowas. Furniture. Doppellampenposten, brauchen wir nicht. Außenpostenstuhl wollte ich immer haben. Oh, und jetzt können wir NPCs kaufen, ja, damit noch so einen. Kann man nie genug von haben. NPCs kaufen. Das klingt wofür irgendwie... Wofür auch immer. Klingt irgendwie nicht so ganz richtig. Ein Manipulator-Module? Was ist denn das? Der mit dem Käfer will nur was Neues uns geben, das ist alles. Ah, so. Was gibt's bei Infinity Express? Keinen Käfer, das habe ich befürchtet. Und alle kaufen hier einen Rotzi an. Auch nicht schlecht. Wie viele Verkäufer gibt es hier jetzt eigentlich? Mehr als vorher. Ja, und wie erkennt man die Verkäufer? Die stehen vor irgendwas rum meistens. Was? Es gibt ja auch noch so... Frag Furnishing. Ja, da war ich gerade schon. Oh, Triple Lamp Post. Double Lamp Post. Hier ist was los. Meine Güte. Getrennte Toiletten, bitte, danke. So. Aber ich glaube, der Außenposten ruckelt ein bisschen weniger als vorher. Ja, wir haben auch schon vorhin festgestellt, was war, glaube ich, noch bevor wir die Aufnahme angefangen haben, dass, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, dass der Gartenzwerg jetzt auch weniger ruckelt. Der läuft ganz schön flüssig. Austesten. Doch, habe ich gerade sogar auf dem im Außenposten läuft er echt flüssig. Nur, dass der Außenposten rumherum nicht so richtig flüssig läuft. Hauptsache, der Gartenzwerg läuft flüssig. Das ist ja das Wichtigste.
So, dreigeteiltes Inventar. Wieso? Wir haben Animationen bei den Items im Inventar übrigens. Was? Ja. Ich habe gerade die komische Tür, die ich vorhin aufgesammelt habe, die hat so hatte so einen Leuchtstrahl, der immer auf und ab ging. Ich habe aktuell nichts mit Animationen im Inventar, aber okay. Place in a closed. Wo kann man das Ding hinstellen? Haben wir irgendwo noch Platz im Haus oder müssen wir schon wieder ausbauen? Gute Frage. Okay, jetzt leckt mir das hier ganz gewaltig. So. Da herkommen und da hinstellen. Ah. So, was wollen wir denn? Huch. Was? Das hatte ich mir nicht unter NPCs vorgestellt. Das muss die UWA-Version gewesen sein. Moment, was? Da ist gerade ein Lama gespawnt. Was? Ein Lama mit einer Axt in der Hand. Was? Ja. Wo? Da, hier in der Ecke. Oh. So, Achtung, der nächste Spawn in 3, 2, 1. Kommt nicht. Schade. Ein Lama mit einer Axt. Und es gibt sogar noch Kommentare von sich. Ja, wunderschön. Er wollte dich schon immer mal ein sprechendes Lama in seinem Haus haben. Jeder. Jetzt, wo du sagst. Die kann man, naja, egal. Sollten wir jetzt erstmal die Quests machen vielleicht? Oder die eine Quest? Musst du die Quest mit dem, gib ihm einen Faden noch machen? Gib ihm einen Faden? Ja. Hier mit, hier, give me a string. Ja, ja. Okay. Ruckelt es bei euch gerade auch so extrem? Nee. Hatte es gerade eben noch, aber... Naja. Hat sich in Grenzen. Moment. Und das mit dem Catch-a-Bug müssten wir eigentlich auch relativ einfach machen können, weil wir das ja schon mal irgendwann gemacht haben. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Warum jagt mir das immer wieder Angst ein, wenn er das sagt? Boah. Das ist ja furchtbar. Was droppt da beim Abbauen? Xane? Achso, das ist die Rückwand. Mhm. Okay. Okay, jetzt habe ich es auf Vollbild gestellt. Jetzt geht's wieder halbwegs. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob die Aufnahme noch läuft. Herzlich willkommen bei Starbound. So läuft das bei uns. Also ich meine, die läuft noch laut Anzeige, aber das Vorschaubild ist jetzt eingefroren. Was mir irgendwie dann Sorgen läuft macht. Sie nicht mehr. Also dann, er zeichnet immer das auf, was er dir auch anzeigt. Immer? Ja, eigentlich schon. Bisher hatte ich es noch nicht, dass das Standbild stehen geblieben ist und er dann weiter normal aufgezeichnet hat. Also die... Im Zweifelsfall zeichnet er dann gar nichts auf und dann hast du nur ein schwarzes Bild. Das wäre ungeschickt. Moment. Das ist richtig. Ah ja, jetzt ist Starbound komplett abgeschmiert. Supi. Ein Applaus für Uwe. Oh ja, Zeit, dass es mal weitergeht. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich es nicht war. Ich habe nur die Einstellungen von Fullscreen wieder zurückgeändert und dann hat sich's einfach geschlossen. Sie haben jetzt auch neue Buffs oder Debuffs für die Statuspots eingebaut. Der eine Statuspot, der bei uns in der ersten Basis stand, hat gerade Pixel gedroppt. Ich komme nicht mehr auf den Server, da steht jetzt als Fehlermeldung Duplicate Player UUID oder so. Sollen das U sein? Ja, wahrscheinlich. Du stehst ja hier auch noch vor uns rum. Ach, das ist schön. Moment, du kannst nicht beitreten. Er sagt nämlich, das ist okay. Also er sagt, dass du von so und so Moment. IP so und so verbunden hast. Ich sehe gerade, dass Starbound laut Taskmanager auch noch zweimal läuft. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt habe ich das eine Mal geschlossen. Jetzt mal ist Uwe weg. Ah, okay. Ja, ich sehe es. Ah, okay, jetzt läuft die Aufnahme auch endlich wieder richtig. Aha, ich bin wieder da. Ah, und es läuft auch wieder flüssig. Okay, sehr gut. Wo waren wir? Jetzt. So. Wir suchen immer noch das Alpaka, das verschwunden ist. Das hat sich wahrscheinlich mit mir verabschiedet. Das Alpaka ist abgestürzt. Ehrlich.
Ja, dann suchen wir doch mal. Wo könnte es bloß sein? Moment, ist das jetzt eine Quest oder was? Nein. Okay, ich dachte schon. Nur in Xanes Kopf ist es eine Quest. Was machen wir denn jetzt? Achso, könnte mich mal wieder einer einladen noch? Ich glaube, die Gruppe gehört Xane, oder? Keine Ahnung. Bei irgendwem wird eine Krone oben links angezeigt. Okay, aber jetzt habe ich abgelehnt, Entschuldigung. Ja, das ist Xane. Ach ja, machen wir das nochmal. Danke. So. Ich meine, wir könnten ja mal die... also wir wollten ja unsere Ausrüstung verbessern, unter anderem. Dann könnten wir ja mal gucken, ob wir irgendeinen High-Level-Planet finden, wo wir dann Violium abbauen können. Ja, stimmt. High-Level, mit den Waffen, die wir jetzt haben. Warum denn nicht? Ja, ich hoffe mal, dass die Dungeons und so dann halt auch gedebufft wurden, weil sonst wäre das schwachsinnig. Ja, unsere ganzen Waffen machen jetzt nur noch so zwischen 20 und 30 DPS oder sowas. Ja, es ist irgendwie so noch 10% von dem, was sie vorher gemacht haben. Oder weniger als 10%. Es kam dann wohl mit dem großen 700 MB-Update von vor kurzem. Ja, wenn ich jetzt noch die Karte öffnen könnte, wäre das ein großer Fortschritt. Ah. Wie muss der Planet, also wie muss der Planet sein? High Level und dann mit Arktik oder Eis oder Dead als Gefahr. Okay. Warum auch immer Tod eine Gefahr ist, aber... Tod, ja. Das ist doch... Also das soll dann bei Threat nämlich mal nicht Risky stehen, oder? Sondern was anderes halt, Eis oder sowas. Ja, denke ich mal. Okay, wenn mir jetzt Ice noch einer Arktik sagen könnte, wie ich die Dinger finden soll. Das kann ich dir nicht sagen. Haben wir eigentlich die dritte Mission schon geschafft, oder? Nein. Wir da schreiend davon gerannt? Da sind wir schreiend davon gerannt. Da sind wir nämlich schreiend gestorben. Ja. Achso. Frozen Star. Ja. Hm. Tja, dann suchen wir mal weiter. Bis UWAP einen Planeten findet. Ich bin dabei zu suchen. Leider ist das Navigationsterminal ziemlich langsam irgendwie seit dem Update. Ach so, der Computer ist zu langsam. Mhm. Nein, da steht wirklich Processing, wenn ich für eine Minute lang oder so, wenn ich zu einem anderen Standsystem wechsle. Also nur auf der Karte, nicht mit dem Schiff. Threat Extreme, Dangerous habe ich hier. Wird wahrscheinlich beides nicht so toll sein, oder? Dangerous ist in Ordnung, oder? Jojo, das kriegen wir schon. Ja, ich weiß nicht, was High Level genau heißt hier. Ich nehme mal an, Dangerous waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier steht als Surface Analysis a vast expanse of ice and snow. Temperature dangerously low. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das wenn die Worte abgekürzt sind im Text. Ja, das könnte eigentlich ganz gut sein, weil Arktik und Eis waren auch Sachen, die da in Frage kommen. Ja, und als Red steht da Dangerous und nicht Extreme wie bei dem anderen. Den wollen wir, glaube ich, noch wirklich nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir den da wollen, aber... Wir probieren es mal aus. Ja. Was soll schon schief gehen? Ich glaube, Xane dekoriert gerade mein Schiff. Kann das sein? Ja. Danke, Xane. Jetzt habe ich... Schön, jetzt habe ich eine Ladung Knochen und eine Ladung Augen. Ich wollte das nur ausgleichen, dass ich mein Raumschiff nicht ausbauen kann. Warum? Keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas anderes? Also die Leichen im Keller oder vielmehr die Knochen im Keller, finde ich, passen als die Augen, die du oben platziert hast. Ja, Moment, zu den Augen kommt ja noch was, also. Das läuft da durch. Was, es gibt einen Morphball? Ja. Es gibt neue Texte, glaube ich, da gibt es jetzt einen Morphball. Gab es den vorher schon? Keine Ahnung. Was macht der? Damit kann man sich zu einem Ball zusammenrollen. So Metroid-Style halt. Morphball. Keine Ahnung. Ich glaube, UWAP ist schon wieder in anderen Dimensionen. Ich glaube nicht. Sind wir da? Wir sind da. Wir werden wahrscheinlich gleich erfrieren.
Wenn Uwe da reinschaut, wer hat jetzt das Schiff gestoppt? Ja, ist ein bisschen kalt. Oh, ist ein bisschen mal wieder hochwarpen. Okay. Ach, was, nur die Harten kommen in den Garten? Gut. Ich muss nur eine Kiste finden, dann lohnt sich. Was ist denn das? Tot. Eine Figur, ein Schuss, tot. Vielleicht sollten wir hier noch nicht sein. Die Frage ich sehe das als Herausforderung an. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, die dritte Mission war weniger herausfordernd. Ich habe noch mehr perfekt generierte Items. Einen ganzen Stapel von dem Zeug. Sollen wir das vielleicht nochmal versuchen mit der dritten Mission? Ja, ja, ich meine. Okay. Was soll schon schief gehen? Oh, warte. Was soll schon schief gehen? Mysterious Party war das, oder? Ja, genau. Ja, stimmt, bei den anderen beiden steht ja auch Repeat davor. Jetzt höre ich mich wieder selbst leise im Hintergrund. Das ist also schön. Deine Imagination. Meine Imagination, ach so. Die. Ich hab dir gesagt, nicht während der Aufnahme. Ich hänge in der Teleport-Animation? Nee, die ruckelt am Ende einfach. Rechts geht's lang. Links war nichts. So, ich erinnere mich. Ihr habt doch nicht etwa schon mit die Mission ausgewählt, oder? Was haben wir? Was ist das da? Ist das... Ich glaub. Huch. These ruins appear to date back thousands of years. It's probably und weg. Ich konnte den Text leider nicht ganz lesen, aber ich habe das Gefühl, die Missionen wurden überarbeitet. Ach, warum reden die jetzt so viel? Nee, das, was ist das, da los? Hier stehen Fässer. Ist da was drin? Oh ja. Nein. Pixel. Ich will die Statue. Was? Ihr könnt da übrigens runterspringen, unten ist Wasser. Ah, eine Einhandwaffe mit 23 DPS. Was hat meine gerade? Auch 23. Naja, gut. Wenn die einer will. CLE Impact Hacker. Different Life Sign. Ach. Oh Gott, jetzt geht das Waffensuchen wieder los. Wo der Textspeed ist aber richtig geil. Ja, wir können es ja gleich nochmal lesen. I'm reading a lot of different life signs in these tunnels. I would advise caution here. Nächste bitte. Versuchen wir es doch mit einem Schalter. So viel wissen wir doch schon über dieses Spiel. Könnte man mal machen, ja. Sind die Dinger nicht feindlich? Ah, doch. Ich meine, wenn es auf dich zukommt, ist es in der Regel verdächtig. Okay. Ich hab's erledigt. Ich hab das Gefühl, meine Waffe ist gar nicht so übel. Was? Anti-Inflations-Update? Achso, ja, stimmt. Sogar die Pixel, die du findest, sind niedriger. Was? Echt? Ups, Stacheln. Ja. Das hatten wir doch schon. Was zum Geier war das? Kann man Stacheln! Pokémon hier aufhalten, das ist ja fürchterlich. Die machen aber auch nicht wenig Schaden. Nö, vielleicht. Jetzt red nicht so schnell. Meine Spezies ist. Wie kommen wir da durch? Irgendein Schalter? Vielleicht müssen wir warten, bis sie ausgelabert hat. Schnelle Textgeschwindigkeit ist schnell. Die andere war immer zu schnell, um das komplett zu lesen. Und hier ist es dann wieder zu langsam. Nee. Da waren einfach nur so viele... Huch. Was? Nee, ich meine, der greift an. Dass das unten links steht. Achso, das Girl ist... An? Ja, der greift an. Oh, tatsächlich. Los, Axt! Gut. Kannst du 30 Minuten, wenn er dich sieht. Ups. Webclient-Gift. Ja, komm, wir spielen eine Runde. Tschüss. Hier ist ein Uwab. Friss das Ding. Ach komm schon, ich treffe einfach nichts. Ach ja. Ich habe aber auch zuerst dich abgeschossen, weil du so seltsam aussiehst und so. Naja, egal. Was heißt denn hier bitte seltsam aussehen? Ich fühle mich irgendwie heimisch mit den vielen Knochen. Nichts, alles in Ordnung.
Die Knochen sind nicht das Problem, eher die Schleimbeule auf deinem Kopf. Du kannst und ja nicht Schleim an den Wänden. Vergiss das, das funktioniert nicht. Jetzt links oder rechts? Ich renn den Typen hinterher. Ich seh da doch einen Schalter. Was soll das? Dann also doch hier lang. Ja. Ich bin vor rechts. Ups. Und vor dir lang. Links rein, tschüss. Ich habe aus Versehen den nach links springen Skill aktiviert. Ach so. Ich spring lieber dem Krieger hinterher. Der sieht so aus, als ob er sich verteidigen könnte. Der sieht vor allem so aus, als ob er mich verteidigen könnte. Okay. Ich lasse einfach den kämpfen. Der ist effektiver darin. Wo genau bist du? Ach, da. Hatsch. So viel zu dem Thema. Okay. Das ist ein Fall für Energie. Ein Fall für Energie. Erster Tod seit dem Update. Jawohl. Yes. Dann weiß ich, zu wem ich mich jetzt nicht teleportieren würde. Ich bin noch lebendig, falls es euch interessiert. Ja, das, deswegen haben wir auch gleich spontan nachgefragt. Unser erstes Anliegen. Weißt du was, weil du so tapfer durchgehalten hast hier? Nein! Also dämlichen Generic Items. Ah ja, an der Stelle sind wir das letzte Mal, glaube ich, draufgegangen, weil wir einfach nicht die Typen da oben mit ihren Gewehren erledigen konnten. Ach ja. Da muss man einfach zurückschießen. X-Sane. Ich finde das immer wieder klasse. Würdest du bitte, danke? Nein. Oh Gott. Schleim frisst Gehirn. Uwab, sagst du, treffe ich den? Ich weiß nicht, ich habe den einen jetzt erledigt. Oder warst du das? Also der eine rechts ist tot. Ja, okay. Das wollte ich wissen. Weil ich das von meiner Position aus nicht gesehen habe. Wir machen das rollenspielartig. Ich bin der Barde. Los geht's. Nein! Du bist eher der faule Sack, der nichts macht. Das motiviert euch. Also doch der Barde. Ach ja. Seht ihr, wie das klappt? So weit waren wir noch nie. Manchmal, nein, öfters denke ich mir, dass es ganz gut ist, dass man hier nicht so einfach Teamkills begehen kann. Einfach mal das Zeug einsammeln, egal was es war. Was? Predatory Back. Spinny Sticks Perps to make you look like someone. Nee, like da some kommt der firm, irgendwas Beast. Nein. Ja, ich was? Bin tot. Hä? Hast du gerade irgendwas mit Simone the Beast gesagt? Ich bin noch am Leben übrigens als einzigster. Ja, ich teleportiere mich gerade zu dir. Okay, gut. Ich glaube, das war das Item, was du gerade in der Hand hattest. Ja, das ist ein Predatory Bag. Das kann ich als Rucksack verwenden, aber es hat keinen Effekt. Das sieht nur seltsam aus, wie man sieht. Ich hatte jetzt die Vermutung, es hat keinen Effekt, außer dass man stirbt. Schau meinen Rücken an. Interessant. Ja. Ich mag die Tür da irgendwie. Wenn ich Xen jetzt den Schalter wieder beschädigen könnte. Danke. Einer von uns muss überleben. Also... Toll. Hui. Hat der gerade seinen Kopf verloren? Ich weiß nicht, ob es der Kopf oder einfach nur ein Helm war. Es war nur ein Helm. Schade. Ah, ich habe immer noch Fleischblöcke im Inventar. Schön. Falls jemand eine Zweierwaffe braucht in dem vorderen Fass, hier hat es noch eine. Wie viel DPS macht die denn? Ach, Moment. 35. Ja, dann sag ich doch nicht nein zu. Na, gibt's da oben nichts? Nein, da ist leer. Ja, gut. Huch. Hä? Da war dann wohl ein Schalter. Ja. Aber irgendwie bringt's nichts, den nochmal zu aktivieren. Das sieht nach Boss aus irgendwie. Oh ja, das ist der Boss. Ja. Forti, bleib wo du bist, um alles Leute. Gut. Ach ja, Abesli. Ist doch süß. Ja.
Ich glaube, bei dem Boss reicht es, wenn man einfach nur ein bisschen in Bewegung bleibt. Bleib hinter der Tür stehen. Du kannst immer durch die Tür durchgehen. Quasi. Also, du kannst dich hier immer auf den Schalter stellen. Ja. nee, das sollten wir nicht tun. Der regeneriert sich dann wieder. Oh. Ach so. Also, ja, der hatte gerade eben schon einen Balken weniger. Ja, ja. Aber ich meine, das sieht jetzt auch nicht so hart aus. Man macht der Gartenzwerg vielleicht mehr Schaden. Huch. Nein, der Gartenzwerg macht, glaube ich, nicht mehr Schaden. Es war ein Versuch wert. Kannst du hier Blöcke platzieren? Nein, leider ich weiß nicht. Irgendwer hat gerade einen Block in der Hand. Ja, ich habe einmal kurz durchgewechselt, weil ich die Waffe gewechselt habe. Aber... Okay, er hat gerade seine äußere Hülle fallen lassen. Ja. Stück für Stück töten wir das Vieh. So geht's auch. Jetzt hat's die Hülle wieder zurück. Keine Ahnung. Jetzt hat's nämlich auch wieder volle. Exane. Nee. Hä? Du sollst dich nicht auf den Türschalter stellen. Das Ding regeneriert sich dann. Oder wer? Irgendwer stand da gerade und die Tür war offen. Hä? Nee, das regeneriert sich nicht. Bei mir ist nur noch zwei Balken jetzt. Vor allen Dingen sieht mir der Untergrund etwas verdächtig aus. Nur mal so nehmen. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Da in der Mitte. Nein. Oh, Mensch. What the? Die ganzen Viecher, die hier fallen. Springen. Aha, er ist tot. Oh. Okay. Sämtliche Viecher. Naja, wir sind schon mal weiter als beim letzten Mal. Deutlich. Vielleicht haben sie es überproportional debufft. Also die... dann sind sie mehr gedebufft als die, Das frische Fleisch hat gewonnen, ich muss die Ansage. Ah, Quest complete. Ah, okay. Also links hat's nichts, falls euch das interessiert. So ein Teleporter wäre jetzt voll cool. Ah, hier ist einer. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas dafür bekommen? Ach, da steht eine Kiste. Ja, das hat sich vor dir gerade eingesteckt. Folgequest und den Kram habe ich eingesteckt. Was war das? Das war eine Überraschung. Was war das? Nichts Besonderes. Außerdem bin ich gerade in der Dings-Animation. Ach so, die Dings-Animation. In unserer Teleporter-Animation. Ja, schon klar. Einen Blueprint für einen Schädelfeuer und ein Tech-Drive. Für ein Schädelfeuer? Ja. Was genau ist ein Schädelfeuer? Skull-Torch-Stand Blueprint. Ah ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wie man es erlernt. Rechtsklick? Nein? Doppelklick? Nein, du musst es einmal verwenden. In die Leiste oben und dann verwenden. Ja. Und jetzt? Item zerstört. Ich habe zwar keine Ahnung, wo man das craftet, aber... Wahrscheinlich an dem Sanduhr-Teiler. Wie heißt das Ding? Vor allem jetzt folgt mir irgendwer. Oh, schön. Da folgt einem irgendwer. Ja, irgendein NPC. Oh. Oder? Ach nee. Ich glaube, es war doch nicht so intelligent, Plutoniumstangen zu kaufen, weil man die herstellt aus Plutoniumerz. Ja, wir haben doch nur Uranerz. Aber kein Plutoniumerz. Hatten wir noch nie Plutoniumerz? Ich glaube nicht. Was für eine Farbe hat das? Rosa? Nee. Also könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und jetzt? Also doch, Planeten suchen. Vielleicht doch nochmal jetzt zum Außenposten, da gibt es vielleicht was Neues? Also beim Außenposten gibt es auf jeden Fall eine Folge oder eine Quest, die angezeigt wurde. Ja. Xane, hast du noch normale Knochen? Lass mich kurz nachschauen. Falls nicht, ich habe im Laderaum da noch ein, zwei zufällig... Was hier? Warte. Ja, das sind Bone... Blocks, ich brauche wirklich Knochen, die noch nicht im Block sind. Dann unten im Keller irgendwo in einer der Kisten. Das Zeug habe ich auch. Ah ja, da ist doch eine Quest. Ach ne, Quest complete. Außenposten oder? Wir haben, ja, ein Bio-Implantat bekommen wir da. Ah, damit können wir. Wir sind jetzt gegen Kälte resistent. Aha! Ah, das ist doch schon mal was wert. Das macht Sinn. Also im Keller waren auch keine Knochen mehr.
Registerplatzen ist nicht. Ich vermute auch, da hat ein Pinguin eine neue Quest. Ja, eins nochmal, erstmal abgeben. Nein, warum? Ah ja, der Questgeber will jetzt noch da oben. Registerrubium und oder Violium-Waffen will der jetzt. Halte die. Ja. Ah, ja, das passt doch wunderbar. Ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch auf dem Eisplaneten bekommen. Gibt's ja noch. Ist dein Schiff noch über dem Planeten? Ja, müsste. Ich bin nicht weggeflogen. Moment, ich gucke mich gerade noch um, ob es hier noch eine andere Quest gibt irgendwo, aber es sieht gerade nicht danach aus. Jetzt also hast du nur die eine abgegeben, ja? Ja, ich habe dir eine abgegeben und die von dem Pinguin noch angenommen. Oh Gott, jetzt ruckelt's aber ganz hart. Dosenfutter. Nein, hier ist Tierhaus, was es nicht so alles gibt. Wo war der Pinguin denn? Moment, der lief hier irgendwo in der Mitte rum, aber wo er jetzt ist, kann ich dir nicht sagen. Da ist wieder einer. Hier, links zu mir. Da. Ah, ich sehe ihn. Wenn ich nicht ständig die Kaffeemaschine anklicken würde. Wenn es ein bisschen weniger ruckeln würde, dann wäre das vielleicht etwas einfacher. Zum Schiff. Macht Platz für Spartakus, genau. Ich glaube, wir könnten dann auch mal so langsam die Folge noch beenden, bevor wir auf den Planeten gehen, oder? Ja. Müsste soweit sein. Wir sollten vielleicht überprüfen, ob wir das komische Dings da nicht erstmal einbauen müssen oder so. Nicht, dass wir dann wieder frieren Runde. Nee, das wurde automatisch aktiviert. Denke ich. Ja, sonst kannst du ja mal kurz nachgucken. Wir sind ja gerade auf deinem Schiff. Cold Protection ist schon in den Textslots. Okay, na dann. Ah ja, da ist es. Ah, tatsächlich, ja. Sehr interessant. Dann kann ich ja wieder meinen Leim aufsetzen. Wie viele andere Gefahren gibt es hier eigentlich noch? Weil die bei der Cold Protection steht unten drunter: also supplies oxygen and provides radiation legendary. Radiation protection. Ja, das ist halt das was unsere vorherigen Anzüge auch schon konnten, noch zusätzlich. Die Liste wird halt irgendwann absurd lang, die passt ja jetzt schon nicht mehr richtig in dieses Feld rein. Sehr gut. Aber dann machen wir den Cut und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.